Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect. Wir reisen nach Vermeer. Da geht dann jetzt nochmals richtig los. Liara Garrus. Oder nehme ich wieder Tali mit? Ich nehme Tali mit. Ich bekomme ein Signal herein. Das muss das salarianische Ziel sein. Das sind gewaltige Verteidigungstürme. Setzen Sie den Marco ab. Wir gehen rein und holen Sie raus. Ich werde versuchen, Sie unterhalb des Radarbereichs reinzubringen, Commander. Dieses dumme Fahrzeug. Saubere Landung, Commander. Bleiben Sie außer Reichweite und fahren Sie mit Ausweichmanövern fort, bis ich die Flugabwehrtürme ausgeschaltet habe. Danke, aber ich kenne den Ablauf. Wir treffen uns am Camp, sobald die Türme offline sind. Joker, Ende. Ich glaube, ich sind keine Feinde. Ups. Entschuldigung. Ah, das sind Tiere. Ich dachte, das sind auch irgendwelche Robos oder sowas. Ich glaube, dort auf die Gegend ist so ziemlich das Trainingsprogramm ausgerichtet, wo man auf dieser einen Station war, wo man trainieren konnte, ne? Ja, ich glaube, hier sind wir dann doch richtig. Ich steige mal kurz aus, weil ich glaube, dass es hier auch Loot gibt. Dechiffrierung, Fertigkeit zu gering, wieso? Welche Fertigkeit wär's denn dann, bitte? Ich hab gar keine Fertigkeit. Ach, sie hat Elektronik, ne? Auf ihren Befehl, Shepard. Aber man kann leider nicht die Gefährten hinschicken. Als Wissenschaftler hat man eine Elektronik. Und sie hat Dechiffrierung als Maschinistin. Super. Ciao, miau. So, denn, dann gehe ich mal wieder auf Sturmangriffstraining, so.
Kampfkoloss. Super, genau als ich über den drüber gefahren bin, schieße ich. Ich glaube, diese Kolosse sind es, die ich ausschalten muss. Wer sich immer anstrengt, das müsste gerade einen abdrücken. Irgendwo dann da vorne weiter. Ich komme nicht von da, oder? Nee, es ist wieder ein anderes, okay. Wir müssen einen Weg finden, ihre Artillerie auszuschalten. Gut. Werden wir sicherlich irgendwo da drin was finden. Okay, das weg. Hä? Ja. Das nehme ich mit. Mercenary. Ha, dachte ich mir doch, dass das was Besseres ist. Sieht aus wie die Kroganer-Rüstung. Deaktivieren, go. Ich sehe, dass die Haupteinheit offline ist, Commander. Nähern uns jetzt der Salarianer-Basis an. Out. Aha. Sieht genauso aus. Kriegt sie auch mal eine neue Schotze. Neue Schotze. Neues Sturmgewehr. Und so gesagt, ein neues Sturmgewehr. So. Wir warten auf Ihren Befehl, Commander Shepard. Immer mit der Ruhe, Tali. Immer mit der Ruhe. Sie gehen vor, ich folge Ihnen. Sprinten, FTW. Ich kann es nicht oft genug betonen, wie gern ich sprinten würde. Gehen Sie voraus, Commander.
Hier kommt Shepard. Unser Weg zum salarianischen Camp sollte ab hier frei sein. So dumm, dass man das nicht aufmachen kann, echt. Beziehungsweise, dass es klassenabhängig ist, dass man die Sachen aufmachen kann. Die Fähigkeit sollte zumindest jede Klasse irgendwie haben. Oder dass man halt seine Gefährten dann das aufmachen lassen kann. Das würde noch Sinn ergeben, weil warum sonst kann ein Gefährte diese Sachen lernen? Commander, die Normandy ist an der Basis gelandet, aber es sieht aus, als sitzen wir hier fest. Der salarianische Captain kann alles erklären, wenn sie hier sind. Ist das salarianische Camp. Und was sollen wir jetzt machen? Wir bleiben hier, bis wir einen Plan haben. Haben Sie hier das Sagen? Wie ist die Lage hier? Ich bin Captain Kirahe, 3. Infiltrationsregiment STG. Sie und Ihre Crew sind gerade inmitten einer Gefahrenzone gelandet. Jedes Flugabwehrgeschütz innerhalb eines 10-Meilen-Radius wurde von ihrer Anwesenheit in Kenntnis gesetzt. Einfach großartig. Und jetzt? Wir bleiben hier, bis der Rat die angeforderte Verstärkung schickt. Wir sind die Verstärkung. Was? Mehr haben die nicht geschickt? Ich sagte dem Rat, sie sollen eine Flotte schicken. Wir konnten ihren Funkspruch nicht verstehen. Man schickte mich, um dem nachzugehen. Das war doch genau unsere Aufgabe. Ich habe mein halbes Team bei der Untersuchung hier verloren. Und, was haben Sie gefunden? Sarens Operationsbasis. Er hat hier eine Forschungseinrichtung errichtet, aber die ist extrem gut gesichert und es wimmelt davon Geht. Was erforscht Saren? Er nutzt diese Einrichtung, um eine ganze Armee Kroganer heranzuzüchten. Wie ist das möglich? Es sieht aus, als hätte Saren ein Heilmittel für den Genophage gefunden. Was ist so wichtig daran, diesen Genophage zu heilen? Er war die Lösung des Kroganer-Problems. Nach den Aufständen brachten wir den Genophage mit der Kroganer-Population in Berührung, um ihre Anzahl zu kontrollieren. Ohne ihn würden die Kroganer in Windeseile die gesamte Galaxis überschwemmen und diese Kroganer folgen Saren. Die Geths sind schlimm genug, aber eine kroganische Armee. Damit wäre er so gut wie unbesiegbar. Ganz genau meine Gedanken. Wir müssen sicherstellen, dass diese Einrichtung und ihre Geheimnisse vernichtet werden. Vernichtet? Wohl nicht. Unser Volk stirbt. Dieses Heilmittel könnte ihre Rettung sein. Wenn das Heilmittel diesen Planeten verlässt, werden die Kroganer unbezwingbar sein. Wir dürfen nicht den gleichen Fehler zweimal machen. Wir sind kein Fehler. Könnte er sich zu einem Problem entwickeln? Es gibt schon genug wütende Kroganer, um die wir uns kümmern müssen. Er wird drüber hinwegkommen. Ich rede mit ihm. Das weiß ich zu schätzen, Commander. Meine Männer und ich müssen unseren Angriffsplan überdenken. Können Sie uns etwas Zeit lassen? Nur zu, Captain. Ich komme bald wieder. Es wird nicht lange dauern, Commander. Sollten Sie in der Zwischenzeit Nachschub oder Vorräte brauchen, können Sie sich an Commander Rentola wenden. Er ist in einem der Zelte in der Nähe. Sieht aus, als würde es etwas kompliziert werden. Ja. Ich würde mir nicht solche Gedanken machen, wenn es nicht um Rex ginge. Er sieht aus, als würde er jeden Moment durchdrehen. Glauben Sie, ich sollte mit ihm reden? Täte keinem weh. Naja, vielleicht doch. Seien Sie einfach vorsichtig. Ich werde vorsichtig sein. Aber halten Sie sich bereit. Nur für den Notfall. Ich bin immer bereit.
Okay, dann schaue ich jetzt einmal schnell in das Zelt. Seien Sie gegrüßt, Mensch. Ich bin Commander Rentola. Ich kann Sie mit Vorräten für die anstehende Mission ausstatten. Für alles andere sollten Sie mit Captain Kirahe sprechen. Lassen Sie mal sehen, was Sie haben. Aber freuen Sie sich nicht zu früh. Das kaufe ich natürlich. Kaufe ich auch. Okay, und der Rest ist scheiße. Die anstehende Schlacht jagt mir Angst ein. Ich weiß aber auch, dass Saren aufgehalten werden muss. Ich mache mir Sorgen wegen Rex. Können wir ihm noch vertrauen? Warum hat er eigentlich nicht die Rüstung an, die ich ihm gegeben habe? So, dann quatschen wir mal mit Rex. Ach, er ist es, der herumschießt. Das ist nicht richtig, Shepard. Wenn es ein Heilmittel für den Genophage gibt, dürfen wir es nicht zerstören. Ich verstehe, dass Sie wütend sind. Aber wir beide wissen doch auch, dass Saren hier der Böse ist. Er ist derjenige, auf den Sie sauer sein sollten. Wirklich? Saren hat ein Heilmittel für mein Volk gefunden und Sie wollen es zerstören. Helfen Sie mir, Shepard. Die Grenzen zwischen Freund und Feind verschwimmen gerade ein wenig. Ich sollte Ihnen das nicht erklären müssen, Rex. Überzeugen Sie mich. Wenn Sie mir keinen besseren Grund liefern können, die Hoffnung meines Volkes zu zerstören, dann bin ich fertig mit Ihnen. Ich werde nicht zulassen, dass Sie die Mission gefährden. Das war's dann. Nach all der Zeit bekomme ich nicht mehr von Ihnen? Wieso sehen Sie denn nicht, was das für alle Kroganer bedeutet? Diese Basis darf nicht zerstört werden. Ich werde das nicht zulassen. Diese Kroganer sind Sarens Sklaven. Werkzeuge, Marionetten, die er benutzt und dann wegwirft. Ist es das, was Sie für Ihr Volk wollen? Nein. Wir waren einst Marionetten des Rats. Und zum Dank dafür, dass wir die Rachni auslöschten, haben sie uns alle kastriert. Ich bezweifle, dass Saren so großzügig sein wird. Okay, Shepard. Sie haben sich klar ausgedrückt. Mir gefällt das zwar nicht, aber ich vertraue ihnen weit genug, um ihnen zu folgen. Nur noch eine Sache. Wenn wir Saren finden, gehört sein Kopf mir. Das hätte nämlich auch in die Hose gehen können und dann hätten wir ihn jetzt getötet. Wenn wir das wirklich tun wollen, sollten wir endlich aufbrechen. Ich dachte jetzt, ich habe mich irgendwie schon falsch entschieden. Danke, dass Sie mit dem Kroganer gesprochen haben. Der Sturm auf Sarens Basis wird auch so schon schwierig genug. Das heißt dann wohl, dass Sie einen Plan haben. Sowas in der Art. Wir können aus dem Antrieb unseres Schiffes eine 20-Kilotonnen-Bombe bauen. Primitiv, aber effizient. Nette Idee. Wenn man das Bömmchen aus dem Orbit abwirft, kann Saren sich von seinem turianischen Arsch verabschieden. Leider ist die Anlage zu gut geschützt dafür. Wir müssen die Bombe an einer zielsicheren Stelle deponieren. Wo muss die Bombe hin? Und wie kommen wir dorthin? Die Bombe muss zur anderen Seite der Einrichtung gebracht werden. Ihr Schiff kann sie absetzen, aber zuerst müssen wir in die Basis eindringen und dort die Flugabwehrgeschütze und Bodeneinheiten ausschalten. Sollen wir zu Fuß da rein? Wir haben nicht genug Männer. Es klingt wirklich etwas riskant. Gibt es keinen anderen Weg? Nein, aber ich glaube, es ist zu schaffen. Ich werde meine Männer in drei Teams aufteilen und von vorn angreifen. Während wir sie ablenken, können sie sich dann mit ihrem Shadow-Team hinten reinschleichen. Gute Idee, aber ihre Männer werden dabei niedergemetzelt. Wir sind zäher, als wir aussehen, Commander. Aber es stimmt. Ich rechne nicht damit, dass viele von uns das überleben werden. Und gerade das macht das, worum ich Sie bitten möchte, nur noch schwieriger. Einer Ihrer Männer muss mich begleiten. So können wir die Teams besser koordinieren. Wir werden jemanden brauchen, der sich mit den Kommunikationsprotokollen der Allianz auskennt. Ich melde mich freiwillig, Commander. Nicht so schnell, Lieutenant. Commander Shepard wird Sie brauchen, um den Nuklearsprengkopf scharf zu schalten. Ich gehe mit den Salarianern. Mit allem nötigen Respekt, Gunnery Chief.
Aber es ist nicht an uns, das zu entscheiden. Woran liegt es, dass jedes Mal, wenn jemand mit allem nötigen Respekt sagt, in Wahrheit leck mich am Arsch meint? Wer ist für die Mission am geeignetsten? Beide wären geeignet, Commander. Beide scheinen bereit zu sein, wenn nötig, ihr Leben zu opfern, obwohl ich hoffe und davon ausgehe, dass das nicht nötig sein wird. Ich schick Kaidon mit. Alenko, Sie begleiten den Captain. Ich will keine Klagen hören, verstanden? Zu Befehl, Commander. Ich werde veranlassen, dass die Bombe an Bord der Normandy gebracht wird und Ihre Crew mit der Detonationssequenz vertraut machen. Haben Sie noch Fragen, bevor wir gehen, Commander? Gut, dann los. Ausgezeichnet. Dann entschuldigen Sie mich bitte, ich muss meine Leute vorbereiten. So soll's sein. Machen Sie keine Dummheiten, wenn ich weg bin, Ash. Das gilt auch für Sie, Commander. Wir werden es schon schaffen, LT. Ja, ich... Viel Glück. Wollten Sie was sagen, Kaidan? Es fühlt sich nur so komisch an, die Befehle von jemand anders zu befolgen. Ich hatte mich an Sie gewöhnt. An Sie alle. Machen Sie sich nicht so viele Sorgen. Keine Sorge. Wir sehen uns auf der anderen Seite wieder. Ich weiß, ich wollte nur sagen, dass es mir eine Ehre war, mit Ihnen zu dienen, Commander. Ganz egal, ob wir in der gleichen Einheit sind oder nicht. Wir bleiben ein Team. Passen Sie aufeinander auf, halten Sie die Augen offen und kämpfen Sie so, wie ich es von Ihnen gewohnt bin. Dann kommen wir hier alle lebendig wieder raus. Darauf können Sie wetten, Commander. Sie alle kennen die Mission und wissen, was auf dem Spiel steht. Mittlerweile würde ich jedem von Ihnen mein Leben anvertrauen. Aber ich habe auch gerüchteweise von Unzufriedenheit gehört. Ich teile Ihre Besorgnis. Wir wurden für die Spionage ausgebildet. Würde die Angelegenheit nicht unter Verschluss stehen, wären wir sogar Helden. Ruhm und Ehre im Kampf werden uns nicht vergönnt sein. Denken Sie an unsere Helden. Den Leisetreter, der eine ganze Nation mit einem einzigen Schuss gerettet hat. Oder den Allwachsamen, der ganze Armeen mit geheimen Fakten ins Unglück gestürzt hat. Diese Legenden können uns hier zwar keinen Trost spenden, aber sie sind mit uns auch nicht vergleichbar. Vor dem Netzwerk gab es die Flotte. Vor der Diplomatie waren sie Soldaten. Unser Einfluss hat die Rachni gestoppt, aber davor waren wir es, die die Stellung hielten. Unser Einfluss hat die Kroganer gestoppt, aber davor waren wir es, die die Stellung hielten. Unser Einfluss wird Saren stoppen. In der heutigen Schlacht werden wir die Stellung halten. Viel Glück, Commander. Ich hoffe, wir werden uns wiedersehen. Oder nehme ich denn mit? Na, ich bleib bei dem Team jetzt, oder? Ich nehme Garrus mit, so. Komm, Jack. Können Sie mich hören, Commander? Klar und deutlich. Gut. Wir beginnen unsere Offensive. Wir versuchen es bis zu den Flakgeschützen zu schaffen, aber möglicherweise müssen Sie den Rest erledigen. Und Commander, wenn Sie eine Möglichkeit sehen, deren Verteidigung zu umgehen... Shadow ist am Boden. Wiederhole. Shadow ist am Boden. Lieutenant Alenko mit dem Ego-Team. Manowai, Jaito-Team, los. Wird Zeit, auf uns aufmerksam zu machen. Das Manowai-Team steht unter Beschuss. Wir können die G-Türme nicht erreichen. Sie sind außer Reichweite. Ups, schießt denn da? Geth-Kommunikation gestört. Ja. Ma. Sehr schön. Geht's jetzt hier noch weiter dann? Irgendwie nicht. Ah, hier unten, okay. Irgendwas stört Ihre Zielanvisierung. Wir haben einen Treffer. Lieutenant Alenko, helfen Sie Manowai. Da drüben.
kommt die Kohle aber richtig rein pro getöteten Gegner, hey. Sie fordern SAT-Angriffe an. Jaito, achten Sie auf Funkstationen. Alenko, können Sie was sehen? Der Alenko ist so unkommunikativ, der sagt nichts. Was ausschalten, sieht nicht so aus. Gut, weiter geht's. Das ist genau die Stolle aus dem Trainingslevel. Wir stehen unter Beschuss. Verschanzen, bevor das Flugzeug zurückkommt. Sonst nichts mehr. Aha. Schilde sind unten. Ich glaube, dahin müssen wir. Komm, hol dich mal schneller. Das ist immer noch. Jetzt kann ich wieder nicht mehr sprinten. Das geht immer nur direkt im Kampf. Hey Igor, stoßen Sie zu Mist. Jaito. Stellung halten. Könnte vielleicht eine schöne Rüstung für einen. Nein. Ja. Ja, sieht auch cool aus, was die andere die jetzt die ganze Zeit hatte. Na scheiße, so. Scheiße, das hat den Spind. Jaito zu mir. Shadow muss nah dran sein. Wir haben Zugang zur Basissicherheit. Sollten den Alarm von hier aus ausschalten können. Vielleicht könnten wir sogar Alarm an der entlegenen Seite der Basis auslösen. So könnten wir uns die Wachen vom Hals schaffen. Allerdings könnte das dann auch zu viel werden für die salarianischen Teams. Das schaffen wir. Alenko kann noch ein paar mehr übernehmen. Das würde das Aufkommen der Wachen in der Basis minimieren. Ich hoffe, Sie sind hierfür bereit. Oh Scheiße, abtrünnig. Okay. Ja gut, ich bin immer noch weit vorne vor. Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass ich ein Level up habe. Indoktrinierter. Ach, Salarianer, okay. Salarianer? Der Captain erwähnte, er hätte ein paar Männer verloren. Wurden alle von Sard übernommen. Alle Ziele neutralisiert.
Zack. Okay, es war nur ein Codex-Eintrag. Hallo? Ist da jemand? Ah, das sind Gefangene. Die können wir vielleicht retten. In Deckung! Kroganische Verstärkung! Herr Ito, halten Sie die Stellung! Wir wurden in die Zange genommen! Scheiße, wir fahren hoch. Ich dachte, der fährt jetzt runter. Wir müssen runterfahren. Vielleicht eine der anderen Türen. Yes. Sie sind kein Geht und Sie tragen auch keinen Laborkittel. Dann bin ich wohl froh, Sie zu sehen. Lieutenant Gunter Imnes vom 3. Infiltrationsregiment, während der Aufklärung gefangen genommen. Ich vermute, die Flotte wurde herbeordert, um die Basis zu zerstören. Der Funkspruch war undeutlich. Die Flotte wird nicht kommen. Verstehe. Dann müssen Sie das Infiltrationsteam sein. Ich kenne den Captain. Er wird wollen, dass die Einrichtung zerstört wird. Mein Team wurde verändert, indoktriniert. Er wusste von der Brutstätte. Aber die Indoktrination ist eine größere Bedrohung und weitaus furchterregender. Ich musste mit ansehen, wie gute Leute in hirnlose Hülsen verwandelt wurden. Es war nichts mehr von ihnen übrig. Andere starben während der Experimente. Oh yeah. Und ich beneide sie darum. Wissen Sie etwas über die Experimente, die hier durchgeführt wurden? Sie studierten die Indoktrination. Symptome, Fortschritte. Saren benutzte sie zur Manipulation seiner Leute, aber ich glaube nicht, dass er sie gänzlich verstanden hat. Viel mehr weiß ich auch nicht. Ich habe nur gesehen, was sie bei den anderen angerichtet haben. Machten leere Hülsen aus ihnen. Ich will so nicht enden. Lassen Sie mich bitte raus! Ich öffne Ihnen die Zelle, aber danach sind Sie auf sich allein gestellt. Sehen Sie nicht zurück. Vielleicht können Sie der Detonation entkommen, hm? Eine bessere Chance als die, die ich hatte, bevor Sie auftauchten. Danke, Mensch. Und viel Glück. Sie werden es brauchen. Die hier sind keine Bedrohung außer für sich selbst. Stand existiert nicht mehr. Warum hat Saren das getan? Es gibt keinen Grund. Öffnen Sie die Türen. Geben Sie ihnen eine Chance, der Explosion zu entkommen. Sind Sie sicher, Commander Shepard? Scheint mir nicht die sicherste Option für uns zu sein. Lassen Sie sie raus. Sie werden uns nichts tun. Sehr wohl, Commander Shepard. Sie ruft. Und ich muss ihr folgen. Ich bin nur das, was sie von mir verlangt. Es ist die Leere. Es schläft nie. Da kann man nichts mehr machen, okay. Ja, wir sind am Folgenende angekommen. Nächste Folge geht es dann actiongeladen weiter. Wird auf jeden Fall spannend, so viel kann ich versprechen. Bis zum nächsten Mal.